You have a question. This gentleman, I promise, was next. I will start with Daniel. Yeah? Is Daniel the truth? Or will you also tell me that Daniel at the end was miscalculating on his numbers? Oh, no. Daniel's the word of God, of course. Oh, Daniel is the word of God. So Daniel in chapter 9 gives us exactly the year when Mashiach is going to come. Tell and us. He tells us that after he came, the temple... What is this calculation? Please share it with us. The calculation is in the scripture. So tell to me, please. I'm very curious. Oh, you know the calculation. So if I know it, why am I not a Christian? Very interesting that I hear other times, oh, Daniel did miscalculate. So I'm not just like you're not responsible for Roman Catholics, don't make me responsible for everybody else, okay? All right, so now, please tell me the calculation of Daniel chapter 9. We have a clear calculation. Everybody can read it out. No. You're not being honest now. If you have such a fantastic calculation, yes. Don't tell me I know it. Don't. What is that calculation? Okay. I'm listening. Okay. Give it to me. Okay. What is it? But you told us this week's that will pass till Mashiach will come, brings us to the year 32. Really? How does that? Please tell me the math. I'm very interested. We have to get a board. Why at the board? Just give me. Believe me, I'm very familiar with the text. If you just tell me when we start counting, I'll know exactly. When do we start counting the 490 years? You tell me. Oh, you have it. I heard of it once in my life, yes. What? When do we start counting this? No, I'm asking you. You're saying you believe in this faith, and this is the first verse you ever brought up. I asked you a question. I think it's a fair question. Please, tell us this calculation. And I asked you the most simplest thing. If it's a 490-year prophecy, please tell me when we start counting. That's a fair question. So please, it's changed your life. Tell me when. I say it as a brother. You know how important that is? You know what a fantastic claim that is? You're saying that we are told by Daniel, who's a holy man, Daniel isn't speaking, the angel Gabriel is speaking, just for context, but it's recorded in the book of Daniel, that the exact moment of when the Messiah is supposed to be killed is recorded in the Jewish Bible. I have a question for you. I want you to answer one question. I want to ask you a question from heart to heart. I'm not chas v'shalom. I don't try to catch you. I'm trying my best to be as honest as you would expect me to be. I want to ask you this question. If this is the case, but think before you answer, we have 27 books in the New Testament. Why, if this is the case, now, I would posit to you this was a later Christian invention, but here's the question. If this was not a later Christian invention, I use the word Christian, just give me a free pass on that one, okay? Why isn't this quoted anywhere in the Christian Bible? That means, in order for you to believe that there's a clear prophecy in Daniel 9 of exactly the date, the year, the Messiah is supposed to kill, are you telling me that the authors of Matthew, Mark, Luke, John, all the letters of Paul, the letters of John, the letters of Peter, whatever you accept, none of them thought that point was important enough to mention the New Testament? Does any sane, sober mind believe this? That means, I hope you got this point. It's not quoted in the Christian Bible. Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe mir gerade ein Video angeschaut von Rabbi Singer und da geht es um das Thema der 70-Jahr-Wochen. Und da fragt ihn einer aus dem Auditorium nach dieser Berechnung und sagt, ja, das geht ja alles bis auf Christus. Ja, diese Berechnung geht ja ausgehend von einer bestimmten Frist, von einem bestimmten Anfangspunkt bis zur Geburt Christi. Und das hat mein Leben total verändert. Und ich glaube, der Bibel, so wie es da in der Bibel steht, und der Rabbi Singer, der stampft den in Grund und Boden. Ja, der lässt nichts Gutes an dieser Art der Auslegung. Und er zitiert da Stellen rauf und runter und da tut mir in der Seele weh, wenn ich sehe, wie dieser Mann, ein Christ, ja, mit dieser christlichen Auslegung an den Aussagen von dem Rabbi Singer vollkommen scheitert. Und es tut mir in der Seele weh, wenn ich den dann sagen höre, diesen Rabbi Singer, dass er doch dann tunlichst zum Judentum übertreten könnte oder dass er nicht weiß, ob er jetzt zum Judentum übertritt. Wo sind die christlichen Lehrer? Wo sind die christlichen Lehrer, die uns darüber aufklären und informieren können, wie man Daniel 9 liest?
Ja. In aller Bescheidenheit wäre ich da gerne bei gewesen, weil ich hätte gerne dem Rabbi Singer folgende Frage gestellt. Nach jüdischer Rechnung, nach talmudisch-rabbinischer Rechnung, laufen diese 70 Jahrwochen los bei der Zerstörung des ersten Tempels und enden mit der Zerstörung des zweiten Tempels. Wenn das so wäre, dann müsste aber nach dem Jahr 70 oder wie Sie rechnen 69, damit Ihre talmudische Rechnung da irgendwie passt, ja das messianische Friedensreich angebrochen sein. Dann müsste ja eine ewige Gerechtigkeit gebracht worden sein. Dann müsste ja ein Hochheiliges gesalbt worden sein. Wo ist das denn, lieber Rabbi Singer? Wenn deine Rechnung stimmt, dass die 70 Jahrwochen mit der Zerstörung des zweiten Tempels geendet haben, wo ist das messianische Friedensreich? Stattdessen wurde Israel zerstreut in alle Welt. Der Tempel wurde zerstört. Israel hat kein Opfer mehr, kein Priestertum, keinen Tempel. Wenn deine Rechnung stimmt, Rabbi Singer, wo ist denn dann die Erfüllung der Prophetie? Es genügt ja nicht nur, das irgendwie zu rechnen, hinzurechnen. Ja, das gilt für die Christen auch. Die rechnen das irgendwie hin und lehnen sich danach gar nicht mehr zurück und überlegen mal, was sie da überhaupt gerechnet haben. Sondern man freut sich so sehr, dass man irgendeine Art von Ergebnis da erhalten hat, dass man alles andere vergisst. Ja, der Engel hat aber gesagt zu dem Daniel, hör gut zu. Aber meine Frage an Rabbi Singer wäre jetzt einfach mal, ob er das erklären kann, wo das messianische Friedensreich ist. Das hat ja scheinbar seit 2000 Jahren nicht anbrechen können, weil kein Tempel da ist. Das heißt also, seine Rechnung macht auch keinen Sinn. Allein das würde schon genügen, um den Rabbi da in Verlegenheit zu bringen. Oder vielleicht hat er wieder irgendeine Idee, wie die Christen das ja auch oft tun. Ja? Die denken sich dann etwas Neues aus wieder und flüchten dann auch wieder aus. Wenn es wirklich darum geht, sich umzukehren, zu bekehren zum Wort Gottes, zur Schrift, so wie Luther sagt und wie ich das auch immer gerne sage, sola scriptura, da scheitern die meisten dran. Ja? Aber so ein ganz kleiner Anteil an Gläubigen, die sehen das und die freuen sich darüber. Mit denen freue ich mich von Herzen mit, ja, weil wir sehen können, dass die Bibel wahr ist und dass wir an den Auslegern vorbeikommen, an den Auslegungen vorbeikommen zum Wort Gottes selbst und sehen, dass da etwas komplett Neues anfängt zu werden. Wenn das aber so ist, dass plötzlich in Daniel so viele interessante neue Dinge anfangen, dann müssten wir ja sagen, dass wir letzte Zeit haben. Ja, weil in Daniel 12 steht ja, dass viele darüber kommen werden und viel Weisheit finden werden in diesen Worten, in Daniel und auch in anderen Büchern der Bibel. Ja, aber dann wäre ja Endzeit. Außerdem müssten wir davon ausgehen, dass alle Auslegungen, die seit 2000 Jahren über diesen Text gemacht sind, falsch sind oder zumindest, um es vorsichtig zu sagen, unvollständig sind. Denn wenn in der letzten Zeit noch Dinge im Daniel gefunden werden könnten, die in der ersten Zeit, in der Anfangszeit der Christenheit noch nicht zu finden waren, weil Gott die verborgen hat, dann müssten ja alle Auslegungen, die jetzt, sagen wir mal so, um die 2000 Jahre alt sind, müssten dann ja per se falsch sein. Wenn jetzt aber schon Flavius Josephus im Standbild zwei Beine gesehen haben will, die Ost- und Westrom andeuten, oder die frühen Kirchenväter das so ausgelegt haben, dann ist deren Auslegung ja falsch, laut Daniel 12. Dann ist es also gar nicht so abwegig, wenn wir voraussetzen, dass Endzeit ist, dass man in Daniel 9 auch was Neues finden müsste. Und ich glaube, dass das tatsächlich der Fall ist. Das habe ich in meinen Videos ja auch vielfach argumentiert, aber hier bei Rabbi Singer, das hat mich so, es schmerzt mich einfach, ja, wenn ich sehe diesen Mann, wie er wirklich mit Hingabe diese Bibelverse, gerade Daniel 9, jetzt dem Rabbi Singer dann da vortragen will und da einfach kläglich dran scheitert. Ja, das muss der auch, weil der Rabbi Singer, der ist dermaßen gut informiert. Der hat es halt nicht nur studiert, der lebt es ja seit er 12 Jahre ist und in die Yeshiva geht und den Tanach auswendig lernt. Ja, da muss man schon mehr mitbringen, als der Mann das tun konnte. Und der musste eigentlich an dem Rabbi Singer scheitern. Ich frage mich aber, wo sind denn unsere Lehrer, ja, dass die dem entgegnen können? Wo sind unsere Lehrer, dass sie etwas Besseres bringen können als die bisherige christliche Berechnung der 70 Jahrwochen, die ganz viele Mängel hat? Die sind auch offensichtlich, ja, die, wenn man mit dem zweiten Blick da drauf schaut, dann sieht man, dass da hapert es vorn und hinten. Und wo sind die Leute, die den Mut haben, das nochmal neu zu durchdenken? Und vielleicht der Gemeinde Jesu da einen
unschätzbaren Dienst zu tun. Würde ich mich freuen, wenn sich da vielleicht der ein oder andere meldet, der theologisch da versiert ist, der vielleicht auch die Sprachen spricht, ja, Griechisch vor allem, Hebräisch und am besten auch noch Aramäisch wegen Daniel. Und wenn man mit denen in so einen fruchtbaren Diskurs eintreten könnte, denn die Rabbiner, die begehen Raubbau an der Gemeinde Jesu, weil die Gemeinde Jesu nicht informiert ist über diese biblischen Texte. Ja. Aber mit all denen, die sich da freuen drüber, auch mit denen, die da kritische Kommentare zu schreiben, ja, ich finde das gut, weil das prüft immer das, was ich da geschrieben habe. Ja. Ich nehme auch alle die kritischen Kommentare ernst, ja, auch wenn ich da dann auch antworte drauf und das auch gegenargumentiere. Aber ich nehme die schon ernst, weil es kann ja immer sein, dass man sich in der Sache verrannt hat oder Dinge übersehen hat, ja. Und da tun so kritische Kommentare immer gut, ja. Aber ich muss gestehen, also in aller Bescheidenheit und auch Offenheit, kann ja auch jeder nachprüfen, bisher habe ich da keine Kommentare gesehen, die wirklich in der Lage gewesen wären, die Dinge, die ich da gesagt habe, maßgeblich zu korrigieren oder so zu kritisieren, dass man sie neu überdenken müsste. Ja, da freue ich mich drüber. Weil es wäre mir wirklich schlimm, wenn ich nach jetzt 6 Jahren mittlerweile die ersten Videos korrigieren müsste, die ich gemacht habe. Aber das ist nicht der Fall, ja, sondern die stehen immer noch und die bauen alle aufeinander auf. Und da freue ich mich drüber. Ja. Ich freue mich vor allem darüber, dass Gottes Wort wahr ist, dass das zuverlässig ist und dass wir da so tief reinschauen können, gerade in so irren Zeiten wie jetzt. Ja. Ich werde nicht müde, das zu sagen, gerade in so wirren, verworrenen, irrsinnigen, diabolischen Zeiten, wie wir sie heute haben, ist das für uns Labsal und Erfrischung, in der Bibel die Wahrheit zu finden. Die Bibel ist reine Wahrheit in einer vollkommen verlogenen, kaputten, zerstörten, untergehenden Welt. Ja. Da ist die Bibel reines Wasser, reine Wahrheit, klares Wasser. Die Wahrheit selbst ist eine Person, ja, Jesus Christus, der da war, der da ist und der kommt. Und je irrsinniger die Zeiten werden, desto mehr lernen wir dieses Wort Gottes schätzen, das von Jesus Christus berichtet, der uns unsere Schuld vergeben hat und an den wir glauben sollen und wissen dürfen, dass er kommt. Ja, das ist eine große, große Hoffnung, die wir haben dürfen. Die wünsche ich euch allen von ganzem Herzen. Viel Glaubenstrotz, viel Glaubensmut, viel Glaubenszuversicht. Wir gehen den Weg Tag für Tag, so wie in Jesaja steht. Das ist der Weg, den geht. Ja, den gehen wir in der Hand Jesu und wissen, dass für uns alles gut geworden ist. Euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.